wenn du nicht lange dabei bist, mit dem Driver zu spielen, oder wenn du nicht zufrieden mit dem Kontakt mit dem Driver, dann schlage ich vor, dass du diesen schönen, einfache Übung machst. Ich habe 6 Bälle aufgeteet. Bitte schau mal, wenn du den Ball aufteest, dass die Ballhöhe deinem Schwung passt. Ich versuche es immer so zu machen, dass die obere Kante des Drivers so hoch ist wie der Äquator des Balles. Aber es kann sein bei dir, dass du den Ball ein bisschen niedriger aufziehen musst. Und tu das bitte. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als den Ball hier oben an der Kante zu treffen, dann fliegt er nur nach oben. Da hat man enorme Längeverlust. Ja, oder wenn du gerne den Ball hoch hast, mach das auch. Okay, so ich fange immer an mit der Ausrichtung. Ich stelle mir vor, ich bin auf dem Golfplatz. Ja, das Training auf der Driving Range sollte so realistisch sein wie möglich. Okay, so ich richte mich aus. Mein Ziel ist die Hütte da hinten. Und erstes Blatt, dann die Füße. Und jetzt mache ich meinen Schlag. So gut wie ich kann. So, ich bin zufrieden mit dem Ball, mit dem Ballflug. Alles ist okay. So, mit einem guten Gefühl. Übrigens, mein Tee ist auch weggeflogen. Das ist auch gut. Mache ich den nächsten Schlag. Du siehst, ich habe mich wieder ausgerichtet. Nun, stellen wir uns mal vor, Folgendes passiert. Das passiert leider. Der Ball wurde getoppt. Vielleicht wollte ich den anziehen, den Ball hoch. Vielleicht war es zu viel Power. Aber egal. Das war nicht ein mittig getroffener Ball. So, was du jetzt tust, bevor du den nächsten Ball schlägst, versuch das Tee, was noch da steht, zu treffen. Den obersten Punkt des Tee. Ich möchte hier nicht den Boden treffen, nur das Tee mit einem guten Schwung. Das Tee habe ich leicht berührt, aber diesmal muss es wegfliegen. Okay, so wenn ich das Tee oben treffen kann, dann kann ich ganz sicher den nächsten Ball gut treffen. Den Ball und den obersten Punkt des Tees. Da machte mein Ball wieder eine schöne kleine Draw. So, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich fühle mich gut und ich bin bereit, den nächsten auch gut zu treffen. Und das werde ich dann bis zum Schluss tun. Und wenn ich wirklich gut bin und Glück habe, dann schaffe ich alle 6. Jedes Mal Ball und Tee wegschlagen. Wenn der Schlag dir nicht gelingt, schlag nur das Tee oben weg. Eine sehr einfache Übung, aber eine, die hilft und Vertrauen aufbaut. Viel Spaß dabei!